Wer chronisch krank ist, muss sich dauerhaft mit Belastungen wie etwa Schmerzen auseinandersetzen. Das Leben muss neu geregelt werden. Ob in solchen Situationen ein Platz für Muße sein kann, untersuchen Jürgen Bengel und Lisa Müller. Durch die Krankheit entstehen Freiräume. Zum Beispiel, dass jemand längerfristig oder kurzfristig nicht arbeiten muss oder auf eine Behandlung wartet und so zwar erzwungen, aber doch Freiräume hat. Und wir untersuchen, wie genau jetzt ein Mensch mit einer chronischen Krankheit diese Freiräume füllt. Um Muße-Erfahrungen auf die Spur zu kommen, wertet Lisa Müller eine Vielzahl bereits vorliegender Interviews aus, die mit Schmerz- und Krebspatienten geführt wurden. Wir nehmen an, dass dadurch, dass es keinen festen Fragekatalog gibt und die Form des Interviews offen ist, die Erzähler und Erzählerinnen auch Muße-Erfahrungen berichten, auch wenn nicht explizit danach gefragt wird. Eine wichtige Frage der Forschenden war, wie schaffen es die Befragten, für Dinge über Krankheit und Schmerzen hinaus empfänglich zu sein? In den Erzählungen schildern die Interviewpartner und Partnerinnen eine innere Haltung von Akzeptanz als wesentlich, um Altes loszulassen, wie zum Beispiel den Verlust des Berufs und sich andererseits Neuem zuzuwenden. Und ausgehend davon ist ein Ergebnis in unserem Projekt, dass eine bestimmte innere Haltung eine wichtige Voraussetzung dafür ist, Muße empfinden zu können. Was mich zufrieden macht, dass ich mich arrangiert habe mit meiner Erkrankung. Dass ich immer sage, hey Charlie, guten Morgen, da bist du wieder, lass uns gemeinsam den Tag beginnen. Und dann läuft's. Charlie ist übrigens mein Schmerz. Patienten entscheiden sich oft für mehr Sport, um ihr Leben mit und abseits der chronischen Erkrankung zu gestalten und um sich in eine positive Stimmung zu versetzen. Weil ich richtig viel Sport mache und das auch genieße, diese Anstrengung und dieses, dass ich es schaffe, ja, dass ich es wieder schaffe, acht Bahnen zu schwimmen, ja, oder so. Das ist halt ganz toll für mich. Es geht auch ganz ohne Sport. Eine ans Haus gebundene Schmerzpatientin erfüllt sich einen lang gehegten Traum. Das Tollste, was sich eigentlich verändert hat, ich wollte immer Künstlerin werden. Und jetzt hat sich doch ergeben, dass ich durch die Krankheit jetzt meine Bilder verkaufe. Also früher hatte ich keine Zeit zum Zeichnen oder für künstlerische Aktivitäten. Und die Zeit habe ich jetzt natürlich en masse. Die Schwelle für Muße-Erfahrungen senken kann, ganz ohne jede eigene Betätigung, die Umgebung. Also es hieß zwar Klinik, aber es hatte keinen Klinikcharakter. Das ist was, was für mich persönlich jetzt wichtig ist. Ich hatte keine weißen Betten und keine weiße Bettwäsche und keinen Geruch nach Klinik, sondern es waren ganz gemütlich bayerisch eingerichtete Zimmerchen, wie ein Hotelzimmer im Grunde genommen, beitragen zur Gesundung. Die sogenannte Achtsamkeit wird immer wieder in der Nähe der Muße-Erfahrungen gesehen. Muße-Erfahrungen, das ist etwas, was nicht unbedingt willentlich bewusst passiert, während wir die Achtsamkeit ja als therapeutisches Ziel aktiv herstellen. Und Achtsamkeit bedeutet in dem Kontext, dass wir in unseren Körper hineinhören und darauf achten, was der Körper uns zu sagen hat. Und da treffen sich Muße-Erfahrungen und Achtsamkeitserleben. Ein Ziel des Projekts ist es herauszufinden, ob Muße-Erfahrungen bei Patienten genauso evoziert werden können wie Achtsamkeit. Wir finden, dass Muße-Zeiten Zeiten sein können, in denen sich eine Person sich das selbst vergewissert, sich damit auseinandersetzt, welche Person kann ich noch sein mit der Erkrankung und sich so sagen lässt, dass Muße-Zeiten bei erkrankten Menschen auf jeden Fall einen therapeutischen, heilenden Effekt haben können. Das Teilprojekt Muße in Krankheitszeiten zeigt somit auf, wie wichtig Freiräume gerade in existenziell bedrohlichen Situationen sind, um ein in Schieflage geratenes Ich wieder auszuloten.